wieder dabei bist. Und du, und du, und du, und du. Okay. Ja, also herzlich willkommen zur nächsten Folge in der unheimlichen Ruine. Wir werden mal Brambeck mal anquatschen, alles klar? Alles klar? Ja, so muss man's den Biestern geben. Aha. Moment mal, jetzt... Ist das jedes Mal so? Das würde... Heiltrank geben... Heiltrank stehlen. Das würde mich interessieren, ob das immer so ist, wenn man ihn anquatscht und er nicht über die Hälfte verletzt ist. Wie es bei Dandolo ist. Ja, jetzt haben wir natürlich hinten noch jede Menge Schwertkämpfertjes. Dann wollen wir mal abspeichern. Und schauen, ob wir noch ein bisschen mehr gucken. Skelettschütze, oh, da sind noch Schützen. Skelettkämpfer, dann gehen wir erstmal hier. Moment mal, hast du jetzt wieder... Ach nee, ha. Dachte immer, er würde in den Angriffsmodus gehen, der Prampek. So, Skelettkämpfer. Vielleicht habe ich ja schon Reichweite. Habe ich sogar. Mal gucken, wie viel werden da jetzt mit generiert. Und so ein Schattenheinz kommt auch. Na, Schattenheinz nicht, aber... Ah, schon wieder eins von diesem Viecher. Genau, richtig. Das ist aber ein etwas gefährlicherer, oder? Nee, das war auch nur ein... Na, wie nennt er sich... Ein untoter Warandkrieger. Mhm. Ah, richtig cool gemacht das Ganze. Sehr gut. Da unten ist noch einer. Hier. Ah, die ganzen Skelette habe ich noch nicht gelootet. Was will man denn da auch großartig kriegen? Hm? Und außerdem noch in den Gebäuden da oben drin habe ich auch noch nicht gelootet. Aber erstmal will ich hier alles freiräumen. Dann kann ich das ja eben aufmachen. Ja. Wollen wir hier mal... Oh, geht das jetzt hier weiter rein oder da weiter rein? Hier sieht das ein bisschen... Nee, ich werde hier rumgehen. Hier sieht das ein bisschen kleiner vom Gebiet her aus. Da hinten dürfte noch so ein Brandkrieger sein. Ne? Brandkrieger... Oh! Und ein lustig Troll. Spannend. Schauen wir mal. Ist hier noch was drin? Nee, wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann kommt er von mir hinterrücks. Aber egal. Skelettkämpfer. Schauen wir mal. Aber da haben wir doch noch einen Schützen. Ja, da. Und zwar da oben ist auch noch einer. Gewagt. Zip. Gucken. Skelettkämpfer, Skelettschütze. Vielleicht kriegen wir eine. Aus der Entfernung nicht. Doch. Okay, und dann werden wir mal... Ach, weißt du was? Zack, gehen wir erstmal hier rein. Gucken. Oh! Ah, da hat mich Brambeck mal wieder geschützt, ne? Alter Bogen. Oh. Ja, jetzt bleibe ich wieder in seinem fetten Buddy hängen. Um die große Frage, trifft er mich überhaupt? Ich kann keine Feuerpfeile, ich habe nur noch ein paar. Deswegen muss ich die normalen scharfen Dinger nehmen. Da hinten ist er. Untoter Troll. Ein untoten Troll auch noch. Der trifft mich nicht, der Skelettschütze. Da können wir machen, was wir wollen, der trifft mich nicht. Dafür haben wir ihn jetzt getroffen. So. Hau ab. Okay. Wunderbar. Danke dir, Prampak. Prampek, Prampak. Ja, Gott. So, und ein Knochen. Wie kann es anders sein? Da oben ist noch ein Skelettkämpfer. Da ist der Skelettschütze. Was haben wir denn hier ums Eck? Okay. Versuchen wir mal den Skelettkämpfer von da oben beim Moonwalk zu stören. Na komm her. Noch ein paar Mal können wir noch schießen. Was? Und Kaputtnik. Schön. Gute Physik. Ha! Beute! Wir reden später, Mora. Hä? Beute? Warte mal. Warum? Der haut jetzt ab. Warum haust du jetzt ab?
Da bin ich jetzt mal gespannt, was das soll. Ah, Beute. Wo will er denn, Beute? Irgendwas schießt wieder auf mich. Ach, da oben der, ja, trifft mich. Nicht. Okay, er ist jetzt hier hin. Ist nix. Also die Skelettschützen sind ja wirklich grottig schlecht. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu... da komme ich nicht hin. Pampek steht da einfach nur so rum, ne? Ja, das wird wahrscheinlich auf der anderen... Nee, Quatsch. Ja, Seite sein. Ach, der Troll kommt. Kommt der überhaupt rein? Ich glaube nicht, dass er reinkommt. Das vibriert jedes Mal. Na, da ist er doch, der untote Troll. Okay, da kann ich natürlich machen, was ich lustig bin. ich werde mal das Ganze raffen. Ich mache hier nicht so eine Breite hier. Okay. Zack. Also viele Pfeile brauchte es nicht. Geschärfte Feuerpfeile, habe ich ja eben gesagt. Was? Trollhauer 2 Stück. Okidoki. Dann werden wir nochmal den Skelettheinz da oben holen. Wo ist er denn? Irgendwo. Ja gut, okay. Der Skelettkämpfer ist da, aber irgendwo haben wir noch einen Schützen. War der hier? Da oben sind mehrere. Ah, ja, gut, okay. Skelettkämpfer. Ach du liebes Läuschen. Es wird die Sonne sonnen. Na, gucken wir mal, wie spät wir es haben. 6.38 Uhr. Einen kleinen Kommentar, beziehungsweise ein Kommentar zur... Da unten hat er das angevisiert. Nee, okay. Und zwar, wann denn die Hitze... Ab welcher Uhrzeit die Hitze schadet. Ja. Also, hier bleiben. Aha. Nicht zu holen. Ja, machen wir das mal weiter hier. In diesem Kontext ist ja auch alles gar nicht. Oh, der bleibt an der Mauer hängen. Nicht so schwierig, denke ich mal. Wie viele sind denn noch über dabei? Ja, bleibt auch hier hängen. Okay. Dann hier aus der Luke heraus. Können wir das auch mal machen. Zack. Oh. Die haben ja keine Gehirne. Der Schädel ist ja hohl. Deswegen müssen sie sich ja so verhalten. Ist ja kein Wunder, ne? So, bevor ich da oben ganz hoch gehe, gucke ich mich hier nochmal um in diesen Räumlichkeiten. Weil mittlere Wundheilung, heiliger Pfeil und eine reine Lebensenergie richtig cool ist. Oh, da ist noch ein Skelettschütze, aber der ist ja... Ups! Der ist ja nur mit ein paar besseren Dingen... Waffnet, hätte ich beinahe gesagt. Besseren Dingen ausgerüstet, als immer nur mit einem Knochen. Diesen Skelett schützen. Oh, das Kämpfer. Ja, ist klar. Ja, was haben wir denn hier? Geschärfte Bolzenpakete. Bolzen, Bolzen, Bolzen. Also, das Spiel ist auf Armbrust ausgerichtet. Ah. Was haben wir hier? Einen sehr großen Lederbeutel. Okay. Sehr großen Lederbeutel. Ist das hier irgendeine Proviantkiste? Nein. Dann gucken wir mal auf den sehr großen Lederbeutel. Lalala, lalala. Wo ist denn der sehr... Das dürfte er sein. Ne, Krauttabak. Da habe ich ihn gefunden. Unter der gelben Tafel. Also ein Lederbeutel. Es ist ein sehr schwerer Beutel, gefüllt mit goldenen Münzen. Und das sind 200 an der Zahl. Dann haben wir diesen... gelootet, oder ist hier noch irgendwas am Fehlen? Da ist nicht zu holen. Nein. Okay, geht's wieder runter. Den Troll haben wir ja getrollt. Hier sind noch ein paar
Restgeschichten zu holen. Lustiges Schwert, ja. Ich habe wieder ein bisschen... Ach, ich sehe gerade. Die Hitze macht mir zu schaffen. Jetzt schon. Oh, ist noch nicht mal 8 Uhr. Was soll denn das? Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mal den Ziegensack auszupacken. Und 2x4 Stunden schlafen. Oder 3x. Nickerchen weiß ich jetzt nicht. Weiß einer, wie lange Nickerchen? Ich kann es alles ausprobieren, aber das ist jetzt nicht gerade von Vorteil. Los, komm. Ah, sehr interessant. Das hatte ich nämlich schon mal gehabt. Hilfe. Okay, 11.10 Uhr. Aha, Leute. Das hatte ich schon mal in der Höhle gehabt. Hat das gemacht. In der einen Höhle da, wo ich vergessen habe oder nicht gewusst habe, wo der Hebel ist. Gucken, gibt es wieder diesen Knall? Nein. Okay, ich bin wieder ein bisschen voll. Es ist 19 Uhr wird es dann gleich werden. Ich glaube, das ist dann ab da ist das gut. Also ich müsste mit zuverlässiger Sicherheit wissen, wann tritt die Hitze ein? Wann hört die Hitze auf? So, gedämmert hat es schon hier. Gucken wir mal, wie es aussieht. 19.07 Uhr. Ja. Okay, ab 19 Uhr wird es wohl aufhören. Aber wann sie anfängt, das wäre auch noch cool. Falls ihr natürlich schon was dazu geschrieben habt, weil ich an einer meiner letzten Folge die Frage schon mal gestellt habe, dann hat sich ja das erübrigt und mir einer schon gesagt hat, ab dann tritt die Hitze ein und dann hört die auf. Ja, hier ist ja Dead End und runter. Dann hat sich dann natürlich jetzt alles erledigt. Hier gibt es ja noch Sachen, eine große Wundheilung. Pöse ist ja nicht. Pöse. Nicht zu holen. Hm? Habe ich das eben übersehen? Ah, reines Mana. Mhm. Was ist denn das? Ey, was ist denn das Lustiges? Wollen wir uns da mal reinstellen? Nee, passiert nichts. Hätte sein können. Ah, ich muss ehrlich sagen, schön gemacht. Da hinten steht Prampek schon. Wieder mal. Der wird mir wohl nicht helfen wollen. Gucken wir mal eben, scouten wir mal, was wir hier noch alles haben. Doch, die lege ein, aber dabei ist das nur ein Busch. Also die Skelettschützen, die treffen mich nicht. Oder sie sind zu weit weg. Vielleicht haben die ja nicht so die Ability, also die Fähigkeit, so weit aus dieser Entfernung treffen zu können, so wie ich jetzt. Weil ich habe ja jetzt sehr viel Geschick und ein bisschen Bogen mehr. Ich glaube nur 35, ne? Guck mal gleich nochmal nach. Na, jawohl, da ist er weg. Gucken wir mal nach. Bogen, Schütze, 35, Geschick, 128. Was war das, 128? Dachte ich hätte mehr. Nee, 128. Unheimliche Ruine, eine neue Quest. Was steht denn jetzt da? So, ich denke, das dürfte genügen, um Prampek zu zeigen, wie mutig ich bin. Ich kann ihn aber natürlich auch noch weiter durch die Ruinen schleppen. Vielleicht gibt es ja noch einiges zu holen oder noch irgendwas zu holen. Ja, gerne. Speichern. So, dann schauen wir mal, ob wir noch welche sind. Noch ein Skelettkämpfer und ein Skelett. Da ist der Skelettkämpfer. Ach, weißt du was? Ich versuche es mal. Der Katana. Also, der hat mich aber ganz schön gerappelt hier. Meine Fresse. Da hinten ist noch das Skelett. Und noch ein Varant. Ja, ist ein Varant-Mensch da. Untoten, Varant-Krieger. Supp. Okay. Ich verstehe nicht, warum die mir so viel ziehen. Ach, weil ich... Ah, wegen der Rüstung. Ah. Ist ja logisch. Aber wenn ich da jetzt gleich wieder Drampek
unter die Nase gehe, dann greift er mich ja an. Deswegen kann ich nur hoffen, dass ich... Okay, er hat mich nicht so verwundet. Dann werden wir mal zu Drampek wieder zurückgehen. Weil wir hatten ja so eine Quest gehabt. Okay. Drampek. Ausflug und Totenburg beenden. Das finde ich jetzt blöd. Ist er nicht mehr bei mir? So, das wäre erledigt. Du sagst es, Morra. Ich bin beeindruckt, Morra. Du bist stark, tapfer und ein geschickter Jäger. Du hast in der Tat Ehre. Jetzt? Was machst du hier? Drampek kommen aus Ashtod, sollen zum großen Orklager von Nemrosch. Doch Drampek haben sich verlaufen. Oh. Finden Weg nicht zu Nemrosch. Wo ist denn Nemrosch-Lager? Mitten in Wüste Sein Canyon. Dort viele Zelte. Dort auch Nemrosch. Aha. Ich helfe dir ins Lager zu kommen. Vielleicht schließt er sich ja wieder an. Gut, Morra. Drampek folgen dir. Okay. Und dann schauen wir mal, ob er mir noch weiterhin folgt. Und zwar bis zu diesem Varan-Menschen da. Das ist ja kein Mensch, das sind Untoten. Erstmal ein bisschen ankratzen. Na, der ist unbeeindruckt. Okay. Na? Okay. Er ist wieder am Machen. Das ist gut. Wunderbar, so ist er. Danke, Drampek. Richtig cool. So, habe ich hier noch was verloren? Nee. Ja, war doch noch was. Ach ja. Ein paar Wasserflaschen könnte ich füllen. Ja, hier war doch noch ein Bogen. Genau, richtig. Ja, der alte Bogen. Bringt immerhin Geld. Wieso nicht, ne? Lass mal liegen. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung oder müssen wir hier noch was erklettern? Hier waren wir... Ach ja, hier. Ich glaube, diesen Turm habe ich noch nicht erklettert. Mit Drampek zusammen. Nicht im Pfeil rum. Genau. Okay. Nein. Gegen die meisten Golems helfen nur stumpfe Waffen und besondere Zauber. Da haben wir wohl nicht ganz richtig aufgepasst und logistisch falsch gemacht. Also was heißt das von der Organisation her? Also, da ist er. Am Drampek bitte vorbei. Da muss ja das Skelett am Drampek vorbei. Richtig. Hey, guck doch mal, da ist ein Skelettkämpfer. Scheiße, er hat mich sogar erwischt. Durch Drampek durch. Okay. Auch gut. Jetzt hat das kapiert, der Drampek. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es der letzte ist hier in dieser Räumlichkeit. Und? Ich werde mal eine Lichtkappe aufziehen. Eine Lichtkappe. Ja, vielleicht habe ich ja Licht hier, ne? Ja, habe ich. Das ist doch gut. Und es werde Licht. Schön. Und wo ist das Licht jetzt nun? Hä? Ich hab's doch eben angemacht. Wieso leuchtet's hier drin nicht? Wurde sogar Mana abgezogen. Schärfte. Oh, Pfeilpaket. Ah, hier gibt es ja auch Pfeilpakete. Das ist doch klasse. Gut. Was haben wir denn hier noch? Das ist da, wo wir reingekommen sind. Okay, dann haben wir jetzt alles durch, ne? Genau. Ja, hier sind noch ein paar Pfeilchen am Liegen.
Und dann gehen wir mal eine Runde hoch. Prampek, geh mal vor. Nee, geht er nicht. Bleibt auch da unten hängen, gut. Ah. Ach so, unten ist die Action. Prampek, was hast du denn hier fertig gemacht? Aha, den Skelett schützen. Der kam wohl von unten hoch. Weiß ich natürlich nicht, ob Prampek unten bleibt. Eiswelle. Eiswelle ist gut. Erstmal nochmal nachgucken. Okay, bleib doch mal. Komm mal hier zu Papi. Oh, komm her. Nee, er will hier nicht an die Wand ran. Das ist schade. Ja, dann muss ich es leider so probieren. Und darauf hoffen, dass er unten bleibt. Kann ich ja hier die ganzen Mysterien aufdecken. Ah, er läuft da unten rum. Skelettkämpfer. Mhm. Ja. Auch du bist Geschichte. Kleiner Feuersturm. Ja, da habe ich auch genug von. So, Kessel. Ha, hier kann man was kochen. Und was war denn das? Krautstampfer. Kessel, was können wir denn noch mal alles kochen? Denn das ist nämlich vonnöten. Das habt ihr mir auch als Tipp gegeben. Schinkensuppe. Ein Teller. Crawlersuppe. 10 Teller Brotsuppe. Das ist nicht viel. Aber Schinkensuppe, die ist gut. Kann ich noch kochen? Wieso kann ich nicht 10? Ah, wahrscheinlich, weil ich nicht über 10 habe. Ja, dann werde ich das mal im Off machen. So, genug Suppen gekocht. Brotsuppe habe ich nicht so viel gekocht, weil ich brauche ja noch Brote für eine Quest. Ja, ich höre mein Prampek nicht. Oh doch, jetzt, kaum habe ich es gesagt. Ja. Gespeichert habe ich zum Glück. Runter. Ach so, nur so eine Seitenöffnung. So, was haben wir hier? Ah, jetzt sind wir oben auf dem Turm. Oh, oh. Ja, er ist auf der Suche nach mir. Und auf dem Turm gibt es nichts außer einem mittleren Lederbeutel und einem großen Lederbeutel und einem kleinen Lederbeutel. Gucken, gibt es hier oben drauf was? Nein. In der Ecke auch nichts. Na, dann gehe ich mal runter und überspringe das mal. Bis wir wieder bei Prampek sind. Und da ist er ja. Er hat sich hochgewagt. Das ist ja lustig. Er hat das jetzt endlich geschafft. Zapp, raus geht's. Das war ja hier. Prampek, komm. Wir bummeln hier nicht rum. Wo ist er denn jetzt? Oh. Ja, da bist du ja. Schön. Also, komm raus. Ja, mit so engen Türen oder sowas, da ist er noch nicht so ganz clever. Ja, dann gehen wir weiter runter. Dann untersuche ich hier die Gebäude mal. Nochmal mit dem Prampek zusammen. Und falls irgendwie was Außergewöhnliches sein sollte, außer... Ich werde mal gucken, hier so ein paar Skelettchen und Skelettschützen. Dann melde ich mich wieder, ne? Ja, okay, ein paar Schritte gemacht und... Eben hier die Tür geöffnet und hier liegt ja eine jede Menge Spruchkram. Böses Vernichten, Feuersturm, Wundheilung und so weiter und so weiter. Das finde ich, das sollte man auch hier nochmal zeigen. Und hier ist noch eine Tür. Okay, aber erstmal gucken, ob sich nicht hier irgendwas verbirgt. Hier zum Beispiel Pech. Und jede Menge Tränke da hinten, die kommen ja wie gerufen. Was hat es eigentlich mit den Amphoren auf sich? Das würde mich mal interessieren. Okay, dann werden wir das mal hier alles einsammeln. Genau, richtig. Jep, jetzt ist die Tür wieder zu. Ja, ich habe neu einladen müssen. Und
Hab auch noch mal probiert, ob das Licht tut, aber es tut immer noch nicht. Da hinten ist ein Skelettschütze. Ja, aus der Entfernung kriege ich es wohl nicht. Auf wen hat er sich denn fixiert, der Herr Skelettschütze? Große Frage. Oh, jetzt trifft er. Das ist ja der Hammer. Okay, Pumpack macht das schon. Aber er trifft auch nicht richtig, weil seine Bolzen hier runterfallen. Jetzt zu zweit schafft was. Zu zweit schaffen was. Okay, alles gut. Was haben wir denn hier? Noch ein Waffenbündel. Ja, das sind so... Ja, das sind die unheimlichen Ruinen. Oh, okay. Bumpack hat was entdeckt. Wen hat er denn entdeckt? Irgendwen draußen oder drinnen? Also hier oben ist keiner mehr. Okay, er macht sein Ding da unten. Lassen wir ihn nochmal sein Ding da unten machen. Zip, 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 zip. Stopp, 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 stopp. Da hinten habe ich was gesehen. Seht ihr das auch? Ganz viele widerliche und sogar ein Magier oder sowas. Skelettkämpfer? Ich kann da nicht hin. Da, ein untoter Magier. Gucken, ob ich den von hier aus irgendwie hinkriege. Nee, leider, leider, leider nicht. Ja, kurz noch was getrunken und mich geheilt und jetzt... Oh, der Magier, der Untote, hat doch tatsächlich was gemacht. War ganz fies zu mir und wollte mich treffen. Gucken wir uns nochmal hier von der Seite an. Da ist nichts. Kommen wir hier weiter runter? Ja, hier kommen wir runter. Los, Pumpack. Oh, kommt wieder nicht. Stopp, was war denn das? Bin ein bisschen verwirrt jetzt. Ach, der steht da noch. Soll ich das jetzt mal... Ach so, er ist... Nein! Deswegen ist Pumpack an. Okay, wow. Ja, jetzt kannst du runterkommen. Ah, da bleibt ja nur eine Möglichkeit. Ja, hier klappt es. Abspeichern und hängen abspeichern wieder neu laden. Positionieren, Hängenbleiber natürlich wieder neu. Und auch, das gilt wahrscheinlich auch für die Skelette oder so, oder wie? Habe ich das jetzt richtig? Ja, das scheint wohl so auch zu sein. Na, dann werden wir doch mal gucken, dass hier Pumpack seinen Dienst unterstützt. Oder gucken, was da passiert. Hier gibt es nicht viel. Sicher zwei Hände. Da ist nicht zu holen. Und Pumpack und noch ein Skelett, Heinz. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir dann irgendwie raus können. Dann schauen wir mal. Da ist natürlich noch so ein blöder Skelettschütze. Schon wieder eins von diesen Viechern. Ja, Pumpack. Ist gut jetzt. Jetzt ist nämlich noch einer wieder gekommen, oder was? Oder wie? Jetzt bleibt er da oben wieder hängen. Na, haben wir doch geschafft. Trifft er mich oder trifft er mich nicht? Aber ich treffe ihn ein bisschen. Jetzt ist er getroffen. So, Pumpack, bitte. Jetzt kommt doch wieder einer um die Ecke. Ist das unheimlich. Okay, mal an dieser Stelle mal wieder abspeichern. Und neu geladen.
Das macht den Prompek auch wieder hier in eine neue Position hin. Ja. Und weiter nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas Gefährliches gibt. Ja, da hinten stehen noch welche. Ja, ich würde mal sagen, für die Folge wieder hier geblieben. Hängen geblieben, würde ich mal sagen. Ich wollte es eigentlich, aber es ist unheimlich schwierig hier, muss ich ehrlich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.